Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, ich bin mal wieder woanders. Ja, wie ihr sehen könnt, da unten ist das Sumpflager. Da oben ist die Barriere und da hinten ist der Orkfriedhof. In dem waren wir ja vor ein paar Folgen. Und zwar treibt uns der nächste Fokus hier in diese Gegend. Ja, wenn ich nämlich mal hier auf die Fokuskarte von Saturas schaue, da sehen wir, da im Süden, da ist ein Zacken von dem Pentagramm. Ja, und da möchte ich gerne hin. So, deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder hier zurück über diese Brücke. Ja, ich gestehe, ich habe nur die Folge hier angefangen, weil es da so einen schönen Blick auf das Sumpflager gibt. Ansonsten wäre es eigentlich viel sinnvoller gewesen, auf der anderen Seite die Brücke, auf der anderen Seite der Brücke die Folge zu starten. Aber das ist ja irgendwie langweilig, ne? Wir müssen ja auch irgendwie was Schönes zum Ansehen haben. So, wenn wir da den Weg weiter entlang gehen, kommen wir zum Sumpflager. Da hinten geht es zum alten Lager. Ja, und hier unten, da ist die Brücke, wo wir dann in die Höhle der schwarzen Goblins rüberkommen, wo wir den Eimer nachgeholt haben. Tja, aber unser Weg treibt uns dieses Mal, wenn wir nochmal eben kurz auf die Karte schauen, weiter in den Süden, also den Berg hier hinauf. Zu diesen Varanen da oben. Und ich schaue mich nochmal kurz hier um die Baumstümpfe herum an. Um. Nicht, dass ich da irgendwie was Schönes verpasse. Oh, scheint aber nicht der Fall zu sein. Na gut. Varane sind jetzt keine besonders anspruchsvollen Gegner, deswegen haue ich die jetzt einfach mal eben kurz mit meinem Schwert um. Ja, außer sie blocken hier und bin. Ja, ist ja gut. Entspannt euch mal hier. Was soll denn das? So. Ihr müsst aber auch noch dran glauben, denn ihr habt schöne Erfahrungen dabei. Und eure Krallen und Zähne und was weiß ich nicht, was hier alles fallen lässt, kann ich gut verkaufen. Ah, nur Krallen, auch gut. Aber immerhin, das sind mal ebenso 30 Erz pro erlegtem Varan. Ja, kann ich gebrauchen. Später, denke ich. Hoffe ich. Werde ich bestimmt gebrauchen können. Ich meine, wir haben noch sicherlich das ein oder andere vor uns, was wir kaufen möchten. Ich glaube, ich gehe erstmal links hier um diesen Felsen herum. Denn ich glaube, hier landen wir in einer Sackgasse. Und man kennt das ja aus Spielen, dass man immer erstmal gerne die Sackgassen erforscht. Hier ist aber auch nichts weiter. Aber wir haben da einen schönen Ausblick auf diesen Ort da drüben. Und wenn wir mal auf die Fokuskarte schauen, dann scheint das ja ungefähr der Ort zu sein, wo wir hin müssen. Irgendwie so da. Gucken wir mal, dass wir da hinkommen. So, dann gehen wir erstmal wieder den ganzen Weg hier drumherum. Tja. Das hat man aber davon, wenn man dann in Sackgassen reinläuft, dass man den ganzen Weg auch wieder zurückgehen muss. Aber dafür verpasst man auch nichts. Ja, also, ich weiß nicht, es gibt ja bestimmt verschiedene Arten und Herangehensweisen. Und ich bin halt jemand, der wirklich gerne alles erforscht und alles versucht zu finden. Am Moment, hier unten haben wir auch noch was. Ich glaube aber, hier ist auch nichts. Nee, sieht nicht so aus. Na gut, dann werden wir dem Bluthund da oben mal einen Besuch abstatten. Ich möchte mal schauen, wie ich im Nahkampf gegen den hier. Boah, guckt euch an, wie weit er seinen Kiefer aushaken kann. Ach ja, sieht ja ganz gut aus. Da muss ich eigentlich auch nicht Magie benutzen. Jetzt ist mir das Wort entfallen. Ja, ich bin Magier. Und ich wusste nicht mehr, dass es Magie heißt. Das ist natürlich ein bisschen dämlich. Ich bin Kampfmagier. Fürchte mich. Ich bin Gandalf, der Graue. Na, eigentlich Gandalf der Rote gerade, aber egal. So. Na, wobei, wenn ich die lange an mich ranlasse, dann machen die schon ordentlich Schaden. Sollte ich mal einen kleinen Heiltrank trinken? Oder zwei? Wie viel Lebensenergie haben wir jetzt eigentlich mittlerweile? 262, okay. Das sieht irgendwie ein bisschen mehr aus. Da unten, wenn wir 100 Schaden genommen haben, aber gut. Hallo? Oh, wei, zwei auf einmal. Das ist eigentlich nicht so gut. Also gegen einen komme ich ja ganz gut an, aber ich weiß nicht, ob ich gegen zwei. Oha, was war das denn? War das ein kritischer Treffer oder wie? Die gibt es doch in Gothic 1 noch gar nicht.
eigentlich, dachte ich. Keine Ahnung, vielleicht habe ich ihn auch einmal getroffen, wo ich nicht aufgepasst habe. So. Okay. Ja, das sieht doch so aus, als könnten wir da rüber. Aber bevor wir da hingehen, möchte ich nochmal kurz hier entlang gehen. Da ist ein Nachtschatten gespawnt. Oder ich bin einfach gerade wirklich zu blind und sehe weder Kräuter noch die Lebensenergie der Gegner. So, jetzt möchte ich... Oh, das sind sogar drei. Okay, dann mache ich auf jeden Fall mal so einen Feuersturm. Bam! Genau, nimm du auch noch Schaden. Hier, so kann ich ja einsehen, dass der hängen bleibt. Ich schätze mal... Der ist tot, okay. Ich schätze mal, dieser Bug bei den Orks war auch so, dass der brennen sollte und dann vermutlich auch eigentlich so eine Animation drauf haben sollte, die aber aus irgendwelchen Gründen nicht richtig getriggert wurde. Und dann ist er halt einfach nur eingefroren. Na komm, na komm. Na, das läuft doch wunderbar hier. Nochmal ordentlich Zähne. Ah, ein Bluthund, der bringt zwar mehr Erfahrung als ein Varan, aber weniger Erz. Ein Varan bringt 30 Erz und ein Bluthund bringt 20. Toll. Naja, aber am Ende des Tages bin ich dann eher auf die Erfahrung scharf. Vor allem, weil der Bluthund halt einfach wesentlich mehr Erfahrung bringt als so ein Varan. So, haben wir auch einen schönen Ausblick. Oh, da hinten sieht man das alte Lager. Zumindest wenn ich so hier gucke in der Ecke. Da unten ist noch ein Bluthund. Den lasse ich erstmal in Ruhe, da komme ich nämlich gerade nicht dran. Außer ich würde hier ins Wasser springen und das möchte ich eigentlich nicht. Ja, wir sehen zwar, wenn ich jetzt hier noch näher rangehe, da ist irgendwie so eine Struktur im Wasser. Auf dieser Insel. Aber, na, das machen wir vielleicht später mal. Jetzt im Moment möchte ich da noch nicht hin. Vor allem muss ich dann erstmal gucken, dass ich wieder hier hochkomme. Und genauso werde ich erstmal einen Bogen um diese Brücke hier machen. Also, was heißt einen Bogen drum machen? Ich werde diese Brücke erstmal ignorieren. Aber keine Sorge, da werden wir später auf jeden Fall noch hinkommen. So, erstmal wird es Zeit, dass ich hier noch ein bisschen Lebensenergie tanke. Das können wir eigentlich auch mal speichern. So, dann schauen wir uns doch nochmal an, was hier in der Höhle zu finden ist. Ah, ein Verschlag. Ne, es ist schon wieder so ein Steinzimmer geschlagen in den Fels. Diesmal aber mit Tür sogar. Anscheinend ein bisschen besser erhalten hier. Schaut euch das mal an. Eine Amphore haben wir da. Eine Fackel, okay. Ein Feuerball ist das, glaube ich. Brauchen wir eigentlich nicht. Und ein Orkhammer. Boah, 1000 Erz wert. Das ist natürlich ein schöner Fund. Elixier der magischen Energie. Ja, wir müssen dringend irgendwann mal Mana leveln. Aber momentan möchte ich noch meine Lernpunkte sparen für etwas. Ja, das werdet ihr dann sehen. Ich denke mal, ihr könnt es euch eigentlich auch schon denken, wofür ich die Punkte spare, aber werden wir schon sehen. So. Aber ich frage mich auch, was diese Hütten, oder, naja, es sind ja keine Hütten, diese Räume für einen Sinn haben, beziehungsweise wofür sie erbaut wurden. Diesen Sinn möchte ich gerne wissen. Dass irgendwelche Außenposten sind und wenn ja, von wem? Ja, wer hat das eingerichtet? Ich meine, gut, das könnte natürlich so eine Art Außenposten sein von dieser Feste hier. Na, schauen wir mal, was wir hier haben. Hallöchen, was bist du denn? Ein Brückengolem. Ja, gut, dass wir was über die Golems gelesen haben. Das da scheint ein Steingolem zu sein. Und das ist auch eine schöne Sache, dass wir da den Orkhammer gefunden haben. Denn wir haben ja erfahren, Steingolems lassen sich eigentlich nur mit stumpfen Waffen bekämpfen. Also unser Breitschwert würde überhaupt keinen Schaden an dem machen. Und das ist eigentlich auch gar nicht so viel schlechter. Der macht 5 Schaden weniger. Ich möchte aber ausprobieren, ob ich theoretisch auch mit der Windfaust an ihm Schaden machen könnte. Wo haben wir sie denn? Habe ich die überhaupt? Ich habe die doch geholt, oder? Telekinese. Da haben wir sie, Windfaust. Die macht zwar kaum Schaden, aber... Ach, die hat auch eine geringere Reichweite als der Feuersturm. Eine viel geringere Reichweite. Bam! Okay, das macht überhaupt nichts. Hilfe! Oh Gott. Oh Gott, er kommt hinter uns her. Nein! Moment, ich möchte mal schauen, wie viel Schaden der macht. Dann kann ich euch... Ach du Kacke, macht der Schaden. Ich kann euch...
nicht zeigen, dass das Schwert keinen Schaden macht, weil ich sofort tot bin. Oh wei, ja, mit Golems ist nicht zu spaßen. Aber ich habe ja gespeichert, also alles kein Problem hier. Wäre ja auch wieder viel zu einfach gewesen. Ach komm, jetzt kann ich euch auch nochmal zeigen, dass das Schwert keinen Schaden an ihm macht. Wäre ja auch wieder viel zu einfach gewesen, wenn wir einfach so den Fokus einsammeln könnten, nicht wahr? Naja. Hallo. Ja, ihr seht, ich kann zwar dafür sorgen, dass er mich nicht angreifen kann, indem ich seine Animation damit unterbreche, aber es macht halt einfach gar keinen Schaden. Boah, jetzt schmeißt er mich hier auch noch durch die Gegend. Ja, gute Nacht. Alter Verwalter. Nun gut. Aber wir haben ja glücklicherweise den Götterhammer, den Orkhammer. Götterhammer ist eine andere Waffe. Die können wir jetzt, glaube ich, gar nicht mal kriegen. Also es ist keine besondere Waffe, der Götterhammer, auch wenn es vielleicht so klingt. Es ist einfach eine Waffe, die so heißt, genau wie halt der Orkhammer oder hier Todbringer. So, probieren wir es mal damit. Oh, der wirkt aber schon ziemlich niedlich, dieser Hammer. Guckt euch das mal an. Das wirkt mehr wie so ein Hammer zum Nägel einschlagen als eine Waffe. So, komm her. Bam. Ihr seht, eigentlich ist ja gar nicht so schwierig. 500 Erfahrung, zumindest wenn man die richtige Waffe dabei hat. Nun gut, unser erster Golem. Es wird direkt mal gespeichert hier. So. Dann schauen wir uns doch mal an, was wir hier drüben so finden. Moment, habe ich mir da hinten das Ufer genau angeguckt? Ah, okay, auf der Seite ist nichts. Und da ist auch nichts. Na gut. So, da scheint auch nichts zu sein. Gut. Oh, wen haben wir denn da? Hallo, Lester. Wie zum Henker gleichzeitig sagen. Wie bist du denn hier rübergekommen? Da war so ein Golem im Weg. Hey, was machst du denn hier? Ja, das könnte ich dich fragen. Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Wie bist du eigentlich an den wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Aha. Also die Schläfermagie ist ja sehr viel Gedankenmanipulation und so, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das an einem Golem funktioniert. Ist schon cool. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Aha. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Alles klar. Tja, ist ja irgendwie schon cool. Erst treffen wir Milton und können mit dem ein Abenteuer bestreiten. Jetzt gehen wir hier mit Lester auf Erkundungstour. Das gefällt mir doch. So. Boah, geht das da steil hoch. Ja, man hat aber auch einen schönen Ausblick auf den Nachthimmel hier. Und eigentlich ist das auch ganz gut gesichert mit dieser Brücke. Ja, hier in diesen Felsen reingeschlagen, da können eventuelle Angreifer nicht wirklich viel machen. Die müssen schon frontal ran. Also strategisch wunderbar, die Lage hier. So, aber schauen wir mal, was uns in der Feste erwartet. Ob da wir einfach den Fokus und diese Urkunde mitnehmen können? Oder ob da wie bei dem Steinkreis uns irgendwelche Gegner erwarten? Vielleicht auch irgendwelche Skelette und untote Wächter und vielleicht auch noch mehr Brückengolems. Schauen wir mal. Oha, da sehen wir schon was. Hallo.
Tja, nein, es sind keine Golems und keine untoten Wächter, sondern es sind Harpien. Und wir haben ein Level Up, das finde ich sehr schön. Ist natürlich ein bisschen doof, weil wir nicht wirklich Fernkampf haben. Also mit einem Bogen ist man hier ganz gut aufgehoben. Wir haben halt nur unsere Magie. Und dann müssen wir ein bisschen gucken, dass wir da sinnvoll treffen. So, kann ich die Harpie looten? Ich glaube, die haben sowieso nichts bei sich. Das kann ich ja eben bei der hier oben nachschauen. Oh, weil da kommen noch mehr. Also man kommt denen auch irgendwie mit Nahkampf bei. Aber das ist manchmal ziemlich nervig. Oh, und vor allem diese Lache. Ja, wie gut, dass wir Lester dabei haben. So. Ah, okay, die Harpien haben leider nichts dabei. Dann können wir sie einfach umbringen. Sieh mal! Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. Tja, was man jetzt von hier aus natürlich nicht so gut sehen kann, aber er meint, dass da oben, wo die Ork-Statuen sind. Ich muss mich mal eben den Harpien hier entledigen. Dann kann ich euch das auch mehr zeigen. Ach, das ist schön, wie sie alle in Flammen aufgehen. Wohin willst du? Hä? Ich kann sie gar nicht mehr anvisieren. Ist sie jetzt tot oder ist sie jetzt nicht tot? Moment, ich muss mal kurz einen Mana-Trank trinken. Ich brauche mal eine neue bald. Nee, ich kann sie noch an... Nee, hä? Ich glaube, sie ist tot. Nur irgendwie merkt sie das nicht. Na gut, dann lassen wir die Harpie da mal Harpie sein. Ach, da kommen noch mehr. Wie viele sind denn da drin? Na komm her. Lach du ruhig. Du wirst auch gleich drauf gehen. So. Oh, guck, wo kommt denn jetzt diese riesige Blutspur hierher? Was zum Henker? Krank. So, ja, irgendwo da oben ist der Fokusplatz. Ah, Moment. Vielleicht, wenn ich hier an den Rand gehe, kann man den besser sehen. Da. Ja, man kann die Spitzen sehen. Tja, dann bleibt uns wohl erstmal nichts anderes übrig, als in die Feste reinzugehen. Und vielleicht finden wir von da aus einen Weg, da ranzukommen. Aber natürlich sind hier noch mehr Harpien drin. Das wäre ja sonst auch zu einfach. Moment, du bist auch tot? Das erklärt die Blutspur. Also irgendwie sind die so ein bisschen verbuggt. Das ist komisch. Aber gut. Dann führte die Blutspur also nicht nach draußen, sondern nach drinnen. Das ruiniert natürlich so ein bisschen die Atmosphäre, dass die Viecher dann irgendwie nicht umfallen wollen. Das ist auch das erste Mal, dass mir sowas passiert in Gothic. Also den Bug kannte ich noch gar nicht. So. Ja, komm mal runter. Ich kann dich so nicht treffen. So, das ist schon besser. Also man sieht, selbst mit... Man braucht eigentlich keinen Fernkampf hier. Selbst mit Nahkampf kriegt man die kaputt. Also gut, mit Fernkampf geht natürlich wesentlich einfacher. Weil man sich dann einfach mit einem Bogen da hinstellen kann und sie von der Ferne wegsnipen kann. So mehr oder weniger. Aber das passt schon. Ich meine, das erste Mal, dass ich Gothic durchgespielt habe, habe ich das auch komplett mit Nahkampf gemacht. Da habe ich weder Magie noch irgendwelche Bögen oder Armbrust oder so angerührt. Da bin ich nur mit dem Schwert durch. Ich werde mich mal oben umsehen. Mach das. Ich schaue mich kurz noch hier unten weit um. Denn vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Zum Beispiel dieses Skelett hier. Vielleicht ist das der ehemalige Besitzer dieser Feste. Na komm. Ich kann sie aber auch nicht anvisieren. Die ist zu nah an mir ran. So, jetzt. Komm, dann spamme ich jetzt einfach hier, wenn du nicht willst. Das ist zwar auch nicht Sinn der Sache, aber gut. Wenn es halt anders nicht geht. Aber ordentlich Schaden machen die. Kann ich fast sogar schon mal hier so ein Elixier der heilenden Kraft trinken. So.
Also ich höre, da sind noch mehr. Wobei, das kann natürlich sein, dass diese eine, die hier eigentlich tot sein soll, noch Geräusche macht. Da hinten ist auf jeden Fall noch eine. Ja, das Problem bei Magie ist halt auch, dass man unterbrochen wird, wenn man angegriffen wird. Das ist bei Fernkampf auch nicht die Sache. Da kann man einfach schießen, auch wenn man gerade angegriffen wird. Macht es natürlich auch einfacher. Aber wir kommen klar. Wir kommen auf jeden Fall klar. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, ich mache mal ein bisschen lichter. So. Bier, das wird erstmal mit... Oha. Ich wollte ja auch Bier haben, oder wie? Ihr könnt was haben, ihr müsst nur fragen. Ihr müsst mich jetzt hier nicht angreifen. Ist alles gut. Meine Güte, was für Harpien. Haha. So, eine alte Waffenkammer scheint das hier zu sein, aber die Waffen sind schon so alt, dass sie auch nichts mehr bringen. Jetzt kann ich das Bier nicht mehr anvisieren. Hallo? Jetzt. Wir nehmen es einfach mal aus 2 Meter Entfernung mit. Alles kein Problem für den Helden. So, was haben wir hier drüben? Eine Art Bibliothek. Mit einer Kiste und einem Schalter. Und ich weiß noch gut, was dieser Schalter verursacht. Oha, ein Truhenschlüssel. Alte Bergfestung. Ein rostiger alter Schlüssel, der zu einer Truhe gehört. Das ist schon mal spannend. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. So, bevor ich jetzt diesen Schalter umlege, wird gespeichert. Mana, ich weiß nicht. Legen wir erstmal den Schalter um. Gucken, was passiert. Ja, da öffnet sich ein geheimer Raum. Und was ist da drin? Skelette mal wieder. Das ist schlecht. Nicht mich einkreisen, bitte. Jawohl. Eins haben wir schon mal kaputt. Also ihr seht, die geben halt auch ein bisschen mehr Erfahrung. Irgendwie so Snapper oder so geben 220 und die Skelette geben schon satte 250 Erfahrung. Oh, da ist ja noch eins. Mist. Oh Gott. Nein. Hallo, greif mal an. Oh wei. Oh wei. Moment, bist du jetzt noch alleine oder sind da noch mehr? Ach, du hast gerade kein... Ah. Ich wollte gerade sagen, du hast gerade keine Lust mehr anzugreifen und dann kommt der auch immer wieder hier an. Na, wenn das nur noch eins ist, dann komme ich damit vielleicht klar, aber ich habe kaum noch Lebensenergie. Das könnte mein Todesurteil sein. Ja, muss ich hier mal so ein bisschen blocken. Na komm! Nein! Oh, Gott sei Dank. So, das wird erstmal gespeichert. Das war knapp. Das war verdammt knapp. So, sind da noch mehr Skelette oder war es das jetzt? Boah, das scheint es gewesen zu sein. Aber ihr seht, das waren nur 3 Skelette. Und eins davon habe ich schon mit einem Feuersturm angegriffen und trotzdem haben die mir ziemlich beigesetzt hier. Ziemlich zugesetzt. Beisetzen ist was völlig anderes. Wenn sie mich beigesetzt hätten, dann wäre es schon zu spät. Ein alchemitischer Tränke. Ich glaube, das sind permanente Tränke. Vor allem ein permanenter Mana-Trank, den sehe ich jetzt gerade sehr gerne. Ich schaue noch mal kurz, was hier in den Truhen drin ist. Oh ja, Heiltränke. Coole Sache. Und in der anderen sind dann hoffentlich Mana-Tränke drin. Jawohl. Nehme ich alles gerne mit. So, was haben wir denn bekommen? Ah, es waren aber keine permanenten Tränke, schade. Sah so aus, aber es war wahrscheinlich nur hier so eine Essenz. So ein Mist. Irgendwie haben Essenz der heilenden Kraft und Elixier der heilenden Kraft die gleiche Flasche, oder? Nur das Extrakt sieht anders aus. Also beim Mana-Trinken sind die alle ein bisschen anders aus. Sehr mysteriös. Na gut, wir haben so viele Extrakte, dann werde ich jetzt davon einfach mal ein paar runterkippen. So, ja, dann nochmal eine Essenz am Ende. Und das Ganze speichern. Ja, schade, ich hatte jetzt hier irgendwie auf permanente Tränke gehofft. Das wäre doch was Schönes hier in so einem versteckten Alchemielabor. Hinter einem Bücherregal
verborgen. Tja. Na gut. Aber das scheint hier so, als hätten wir dann erstmal hier unten alles ausgeräumt. Ja, da hört man noch die Harpie, die eigentlich tot ist. Dann wollen wir mal zu Lester hochklettern und gucken, ob bei dem alles okay ist. Ich hoffe, ich falle jetzt gleich die Leiter nicht wieder runter. Das ist ja so der Horror jedes Gothic-Spielers. Und von hier oben wäre das auf jeden Fall auch tödlich. Ah, gut, hat geklappt. Ja, da geht's noch weiter hoch. Oh Mann. So. Hallo Lester. Ja, zu dir gehe ich gleich. Ich schaue mir erstmal hier noch den Rest des Gemäuers an. Lester, Hilfe. Kommt mal hier raus. Genau. Genau, Lester erledigt das. Alles kein Problem hier. So. Hier war doch gerade noch eine. Wo ist die denn hin? Es waren noch zwei. Hä? Na gut. So, da unten können wir ihn sehen. Den Fokusplatz. Ach, da oben hockt noch eine. Moment. Kann ich die nicht von hier aus erwischen? Nee. Schade, da komme ich nicht ran. Na gut. Dann gehen wir jetzt trotzdem nochmal hier rein. Ich mache nochmal kurz Licht. Irgendwie ist es ja schon sehr dunkel geworden hier. Dann kann ich auch direkt mal noch so einen Mana-Trank trinken. So. Was haben wir denn hier Schönes? Erstmal hier, wo die Harpien herkamen. Wo sich auch noch eine befindet. Okay. So. Okay, das scheint eher so eine alte Küche zu sein hier. Okay. Und hier, was haben wir hier noch? Noch eine Bibliothek. Alles klar. Ach gut, dass die nicht besonders viel Schaden machen. Aber dafür geben sie ordentlich Erfahrung. Das finde ich sehr gut. So, was haben wir hier drin? Oh, 200 Erz. Nehme ich. Ist zwar nicht so viel wie die 1000 Erz, die wir aus dem Steinkreis mitgenommen haben, aber hey, 200 Erz sind 200 Erz. So, gehen wir jetzt zu Lester oder... ja. Ach, da hinten ist die Harpie hin verschwunden. Ich habe sie gesehen. Moment. Ich würde sagen, wir gehen erstmal noch eine Etage höher und schauen uns an, wie es da oben aussieht. So, komm mal ein bisschen hier rüber. Ich habe keine Lust, an das Loch zu fallen. Dankeschön. So. Dann gucken wir uns nochmal hier oben um. Das sollte jetzt eigentlich auch die höchste Etage dieser Festung sein. Nicht runterfallen! Oh, ich habe keinen Schaden genommen. Das probieren wir nochmal. Also eigentlich kommt man da auch hoch. Bloß die Leiter sieht irgendwie ein bisschen kurz aus. Komm schon. Jawohl. Mit einem Sprung. Ach, da geht's noch weiter hoch. Oh meine Güte. Mit einem beherzten Sprung haben wir es dann doch noch hier hoch geschafft. Ich hoffe, ich komme mal wieder runter. Ohne zu sterben, meine ich natürlich. Ich meine, ansonsten wird es ja immer weiter runtergehen. Okay. Du willst irgendwie nicht. Dann kriegst du jetzt einen Feuerball. Bitteschön. So, das speichere ich dann auch mal hier auf dem zweiten Speicherstand. Weil wenn ich nicht mehr runterkomme, dann habe ich ein Problem. Ach, okay. Da oben ist der Turm aber zu Ende. Das heißt, hier geht es wahrscheinlich aufs Dach hinaus. Das schaue ich mir auch noch mal kurz an. Und dann können wir von da aus vermutlich auch die Aussicht so ein bisschen noch genießen. Aber dass die hier keine Treppen eingebaut haben, das ist schon faszinierend. Dass das alles über Leitern geht. Okay, links, links, rechts, rechts, links, links. Okay. Siegbringer, Schaden 46. Na, und 113 Münzen, die uns sowieso nichts bringen. Aber naja, vielleicht können wir sie ja verwenden, falls wir jemals wieder hier rauskommen. Ich meine, wenn der Plan der Wassermagier ein Erfolg ist,
Dann, ja. Gut, die Sichtweite ist jetzt, ist zwar schon ziemlich hoch hier in diesem Spiel für diese Zeit, aber die hat halt auch ihre Grenzen. Na gut, schade. Ich habe mir eine schönere Aussicht vorgestellt. Aber egal, ich will nicht meckern. Gehen wir erstmal wieder hier runter. Okay, die Leiter kann ich schon mal ordentlich nehmen. Ich mache mir nur wegen der anderen Leiter Sorgen. Aber das muss funktionieren. Das wird funktionieren. Da bin ich mir sicher. Irgendwie fände ich es nur schön, wenn Tag wäre und nicht Nacht. Ach, runter kann er die ohne Probleme nehmen. Okay. Alles klar. Weil das Problem ist, wenn Nacht ist, ist halt ja alles so dunkel. Also auch hier in dem Turm drin. Im Turm ist es auch heller, wenn es Tag ist. Naja. Lässt sich gerade nichts machen. So. Da unten sehen wir den Fokusplatz und man kann auch den Fokusschein erkennen. Und jetzt möchte ich was ausprobieren. Ja, normalerweise haben wir nämlich jetzt hier diese Truhe, die wir mit unserem gefundenen Schlüssel aufmachen können. Und da drin ist die Besitzurkunde für die Festung hier. Ja, und wenn wir die Lester übergeben, dann gibt er uns eine Spruchrolle für Telekinese und dann können wir den Stein holen. Wir haben allerdings jetzt schon die Telekinese-Rune. Und ich möchte jetzt probieren, was passiert, wenn wir uns erst den Stein holen. Na, den Fokus aus der Bergfestung. Komm her. Sehr gut, wir lassen ihn da fallen. Dann muss ich nochmal kurz nach unten gehen. Und was dann halt passiert, ob das wie gehabt weitergeht, dass er uns irgendwie trotzdem die Rollen gibt und meint, wir hätten den Fokus noch nicht. Oder ob wir dann die Besitzurkunde behalten können oder so, was uns natürlich eigentlich nichts bringt. Aber das interessiert mich jetzt, das finde ich spannend. Ich weiß auch gar nicht, ob man irgendwelche Telekinese-Spruchrollen anders kriegen kann. Also, wenn man keinen Zugriff auf die Runen hat. So, jetzt haben wir den Fokus aus der Bergfestung. Also theoretisch könnten wir uns jetzt... Moment, die tote Harpie hat sich noch bewegt. Naja, egal. Ignorieren wir das einfach mal. Ich gehe jetzt davon aus, dass es einfach ein Harpiengeist ist. Ja, das sollte es sein. Diese Festung hier ist verflucht und es ist halt gerade Nacht und da kommen die Geister raus. Genau das wird es sein, ja. Erst blutende Skelette, jetzt Harpiengeister. Tja. So, mein Freund Lester, wie sieht's aus? Okay, du hast erstmal nichts zu sagen. Ja, das Ziel habe ich ja schon erreicht. So, das können wir aufschließen. Elixier magische Energie und die Besitzurkunde. Berechtigt den Besitzer dazu, den Gebietsanspruch der Bergfestung geltend zu machen. Wert 400 Pfund Gold. Vermutlich soll da noch ein D hinter. 400 Pfund Gold. Keine Ahnung. Oder es ist irgendeine Währung, die ich nicht kenne. Ich habe die Urkunde gefunden. Ah. Hey, gut gemacht. Dafür gebe ich dir diese Spruchrollen. Damit sollte es kein Problem sein, den Fokus zu erreichen. Aber den habe ich doch schon. Ich werde unten vor der Fokusplattform auf dich warten. Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. Alles klar. Ja gut, dann belassen wir das jetzt auch einfach so. Der Schläfer möge dich behüten. Weißt du nicht Bescheid, dass der Schläfer eigentlich böse ist und so? Naja, egal. Tja, damit haben wir den Fokus und ja, es bringt mir halt auch überhaupt nichts, diese Urkunde zu behalten. Deswegen gebe ich die einfach mal an Lester. Und ich würde sagen, wir haben einen weiteren Fokusstein. Den bringen wir nochmal eben zu den Wassermagiern. Reicht das für ein Level Up? Ah, es reicht nicht für ein Level Up. Egal, es reicht fast für ein Level Up. So, wo haben wir das denn? Nein, nicht Telekinese. Den Teleport hätte ich gerne. Fängt zwar beides mit T an, aber es sind zwei völlig unterschiedliche Zauber. Sato, was hast du denn gemacht, dass du auf einmal hier so schnell wegrennst, hä? Wobei haben wir dich überrascht? Weiß ich will es gar nicht wissen. Hier, ich hab was für dich. Magie zu Ehren. Ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden. Gut, das ist schon der zweite Fokusstein, den du uns bringst. Eigentlich der dritte. Wir kommen unserem großen Ziel immer näher. Schlag dich tapfer und suche nun die restlichen zwei Fokussteine. Du hast die Teleport-Spruchrolle verkauft. Ja. Alles klar.
3 Steine haben wir eben gebracht, wenn man mal den Stein aus dem Sumpflager mitzählt. 2 müssen wir noch. Und ich würde sagen, ja, guckt euch das an. 40 Erfahrung brauchen wir noch für die nächste Stufe. 40. Naja, dann werden wir wohl direkt in der nächsten Aufnahme ein Level-Up machen. Denn ich werde jetzt erstmal hier die Folge beenden. Ich meine, ging schon lang genug. Und dann werden wir das nächste Mal den nächsten Fokusstein suchen. Vielleicht läuft das dann ja ein bisschen einfacher. Mal schauen. Wahrscheinlich nicht. Aber egal. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut.